herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahmesitzung von Anno 1602. Ich bin wieder ein bisschen raus. Ich muss mich jetzt erstmal wieder ein bisschen umgucken, was denn hier jetzt eigentlich überhaupt der Fall ist. Ich dachte, ich hätte mich gerade dazu gemausert, Kaufleute zu bekommen. Und meine Leute bekommen auch Baumaterialien und ich sollte meine Stoffe im Blick behalten. Kakao, Gewürze sind noch in Ordnung. Tabak ist auch noch okay. Euer Volk wünscht eine Hochschule. Jawoll, ja. So, das machen wir sofort. Weil, das ist ganz einfach, warum wir das machen. So, die Überlegung ist, dass wir die vielleicht sogar ein bisschen zentralistischer hinbauen. Theoretisch. Habe ich da nicht irgendwo eine Wirtshaus? Ja, da habe ich doch ein Wirtshaus hin. Die Überlegung ist, dass ich die ja eigentlich hier irgendwo hinsetzen könnte. So, ich würde jetzt eigentlich mal fast sagen, ihr bekommt jetzt erstmal keine Baumaterialien mehr. Weil ich jetzt erstmal den Spaß hier noch ein bisschen beobachten möchte. Und Steuern sind noch ziemlich gut gerade. Deswegen würde ich mich gerade auch ein bisschen raushalten wollen. Und die Überlegung ist halt, dass ich irgendwo ein paar Siedler abreiß. Ich könnte den und den wegmachen. Wobei, lass mich kurz lügen. Der ist ja 3 breit. So, das Einzugsgebiet von dieser Hochschule ist nicht so groß. Das heißt, ich müsste die, so vor allem wenn ich die da auch noch einfangen wollen würde, ich müsste die ja so dahin bauen irgendwie. So ungefähr. Das heißt, ich würde Kaufleute und, ja, vielleicht sogar ein bisschen weiter runter. Das heißt, zack, zack, die würde ich beide ab, aber das ist der Arzt, ne? Daneben ist der Arzt. Das heißt, ich würde die Kaufleute und dann könnte ich den hier auf den Platz setzen. Oder ich setze die hier auf den Platz und reiße nur eine Kaufleute ab. Das wäre eine Möglichkeit. Und dann müsste der Ding halt außen rum. Das wäre nicht ganz so dramatisch. Dann schauen wir nochmal an, wie das da mit der Abdeckung ausschaut. Das wäre die komplette Abdeckung. Das wäre eigentlich fast Jackpot. Dann würde ich das doch glatt machen. Wir reißen dich ab. Dich, dich. Dich, dich. Und dich. So, hat das irgendwelche massiven Auswirkungen? Nö, es geht eigentlich. Und dann würde ich sagen, hier die Universität, die müsste ja hier hinpassen. Genau, da würde die hinpassen. Jetzt brauche ich bloß noch genug Materialien, nämlich noch 5 Steine. Deswegen habe ich denn die Baumaterialien gerade weggenommen. Damit wir eben wieder Steine aufbauen können. Und dann können wir da die Uni hinbauen. Und warum mache ich diesen ganzen Blödsinn eigentlich? Warum bin ich so doof? Der Grund ist einfach folgender. Werft. Wir können danach easy peasy eine Werft bauen. Und dann können wir endlich unsere Schiffsflotte aufbauen. Und wenn wir dann die Schiffsflotte aufgebaut haben, dann können wir... Dann können wir unsere Seeflotte aufbauen. So. Und dann die große Handelsflotte werden. Die große Seemacht werden. Und so. Die einzige Überlegung, die ich jetzt noch habe. Okay. Da könnte man theoretisch hier noch einen Weg hinbauen.
Das ist jetzt für den Anfang erstmal unerheblich. Und wunderbar. Haben wir geschafft. Kommt da die Universität hin. Universidad. Und dann würde als nächstes die große... Was brauchst du jetzt noch? Wahrscheinlich Mindestanzahl an... Kaufleuten, oder? 250 wahrscheinlich. Okay. Ihr könnt mal weiter wachsen. Wenn ihr das so unbedingt wollt. Rohstoffe sehen noch gut aus. Noch ist das alles kein Problem. Und dann würde ich hier doch mal wieder speichern. Gesichert. So, die haben auf jeden Fall eine Bildungseinrichtung. Das heißt, eigentlich brauche ich sogar die Schule hier nicht mehr. Die Universität deckt ja alles ab. Will der eine Uni? Nee. Die Uni deckt alles ab. So, der hätte auch keine Schule. Und der hier hätte ja auch keine Schule. Ja, nee, die Uni deckt alles ab. Das heißt, die Schule hier, die könnte ich sogar abreißen. Die Schule hier, meine ich. Wobei das jetzt halt 30 sind, also das ist jetzt auch nicht die Welt. Naja, gut. Wäre die Hälfte von dem anderen. So. Ah, die Siedler verschwinden langsam. So, okay. Wie gesagt, wir müssen den Spaß hier im Auge behalten. Eigentlich diesen Verkauf, den brauchen wir da nicht mehr. Auf der anderen Seite, es geht eigentlich. Also, wie gesagt, wir haben eigentlich genug. Ja, da die Gewürze, das ist vielleicht noch ein bisschen... Aber da haben wir immer noch genug Baumöglichkeiten. Also für die Gewürze, das würde gehen. Da wir gerade so wenig Steine haben, werden eher die Siedler aufwerten, als dass die Kaufleute aufwerten. Weil die Siedler den Kaufleuten quasi die Steine wegnehmen. Okay, was ich noch gerne schauen wollen würde, ja, wunderbar. Oh, verdammt. Könnte natürlich theoretisch nochmal Steinmetze bauen. Auf der anderen Seite, ich muss auch nicht übertreiben. Steine bräuchte ich gerade viele. Apropos Steine, ich wollte da hinten eh noch eine Straße langziehen. Machen wir einen Platz draus. Das war da. Ein Brand vernichtet eure Häuser. So, dann schauen wir mal. Die Feuerwehr ist unterwegs. Okay. Sie findet auch den Weg und der Arzt müsste auch den Weg überall hinfinden. Eventuell nicht hier, ja, aber das ist mir auch gerade egal. So. Das Haus wird auch gelöscht. Gelöscht. Gelischi, gelaschi, geloschi. Wie gesagt, wir sollten... Gewürze. Ja. Gewürze ist so ein bisschen kritisch. Kakao passt noch. Holz ist auch okay.
Gewürze können wir theoretisch noch welche bauen. Was immer so eine kritische Geschichte waren, waren die Stoffe. Aber die sehen momentan noch sehr gut aus. Das heißt, das ist momentan alles unkritisch. Lebensmittel könnten gegen später auch kritisch werden. Aber wie gesagt, dadurch, dass wir halt so famos, ich würde eigentlich fast die Verkaufsmargen ein bisschen runterfahren. Also hier würde ich auf 90 gehen. Zack. Da würde ich auch auf 90 gehen. Das mache ich einfach nur deswegen, weil ich natürlich für mich persönlich, da würde ich auch auf 90 gehen, einfach einen größeren Puffer haben möchte. Und da würde man vielleicht auch auf 90 gehen, oder? Wobei Holz ist eigentlich nicht so... Ja gut. Ach komm, Holz ist nicht so dringend. Das kauft uns eh keiner ab. Gut. Ja, was soll ich sagen? Wie gesagt, wir sind jetzt hier... Wir haben uns jetzt entschlossen, die Kaufleute zu bekommen. Und das funktioniert. Und... genau. Wir machen 760. Easy peasy. Vor allem machen wir diese 760 echt easy peasy. Ein Brand vernichtet eure Häuser. Geht die Feuerwehr oder findet die keinen Weg? Das kann halt sein, wenn die Feuerwehr... Ja, die findet keinen Weg. Das ist ein bisschen doof. Die Feuerwehr hat keinen Weg gefunden. Deswegen habe ich jetzt das Haus gelöscht. Also wenn wir hier die Feuerwehr nehmen, sieht, der Weg ist im schwarzen Feld und der andere Weg ist im schwarzen Feld. Und da findet die Feuerwehr einfach keinen Weg. Wir können aber hier jetzt einen Weg durchziehen. Dann müsste das weniger problematisch sein. Zack. So. So, mich würde mal interessieren, wie viele Kaufleute habe ich denn jetzt? Immer noch 225. Natürlich, weil erstmal die Siedler sich aufwerten. So, wir könnten theoretisch natürlich noch ein bisschen Platz machen. Also wir könnten theoretisch noch ein paar Siedlungen bauen, aber ganz ehrlich, ich will das auch gerade gar nicht. So. Ich würde nochmal hier bei der Feuerwehr schauen. Zu dem Haus kommt er auch nicht. Okay, wenn es brennt, dann brennt es halt auch nieder. Ist okay. Dann haben wir halt, dann haben wir halt noch ein bisschen mehr Platz. Für unsere Baustellen. Okay. Gut, bauen. Ja, brauchen wir gerade nicht. Lebensmittel ist okay. Gewürze. Ja, Gewürze ist so eine grenzwertige Sache. Das heißt, das wäre vielleicht sinnvoll, wenn ich jetzt hier sage, haltet ein, meine Bürgerlein. Und wir bauen nochmal drei neue Gewürzfarmen. Einfach damit wir sie haben. Und ich bin eigentlich momentan recht happy, wie wenig wir von Piraten belästigt werden. So, theoretisch muss ich hier die Gewürze aber auch nicht verkaufen. Theoretisch kann ich die auch einladen. Ah, okay, das ist... anderer. Das wäre dann der hier, zu dem ich wollen würde. Bei dem könnten wir theoretisch sagen, okay, also du kannst weg. Du könntest theoretisch Gewürze einladen und du kannst auch weg und du könntest theoretisch Gewürze ausladen. Und dann könnte ich theoretisch hier sagen, wir stellen den Verkauf von Gewürzen ein. So, den Verkauf von Lebensmitteln will ich nicht einstellen. Genau. So, wir schauen uns hier noch ein bisschen um. Die Gewürze, ja, die erholen sich langsam. Allerdings ist es nicht zuverlässig. So, deswegen bauen wir lieber nochmal eine Gewürzplantage und zwar hier hin.
Eigentlich wäre hier für den Anfang sinnvoller gewesen. Aber da bauen wir einfach die nächste hin und die dritte bauen wir auch gleich. Dann haben wir es erledigt. Dann haben wir halt gegen später eventuell größere Probleme. Aber jetzt erstmal halt nicht. Jetzt erstmal für den Anfang halt nicht. Tidl tim, tirim, tim, tim. Na komm schon, Steinchen. Bam, 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 bam. So. Ich warte jetzt eigentlich momentan wahnsinnig drauf, dass jetzt endlich mal irgendjemand mir Steine abholt von meinen Steinmetzen. Ah, okay, haben wir geschafft. So, dann wären die nächsten quasi da irgendwann mal fällig, aber jetzt für den Anfang ist es erstmal egal.